den ich genauso wenig kenne wie du. Ich hab so viele Termine in der Disco, vor Gericht und bei der Bank. Da schick ich einfach meine Vize-Egos und das wahre Ich bleib lieber im Schrank. Wie heißt so schön, unverhofft kommt oft. Und man hat gedacht, am Buchenberg drei Absacker. Und wie üblich um 15.10 Uhr ist der Franz Bart gekommen. Und mit Alfred habe ich gleich wunderschön aufdrehen können. An der Westflanke drinnen, im Bermuda-Dreieck. Mit einem Bussard oder irgendein kleiner Falken habe ich auch gekriegt. Wahrscheinlich hat der gerade sein Nest da. Der hat mich sehr angegriffen, der Lausbur, der. Aber wir sind uns schon wieder einig geworden. Jetzt versuchen wir die Trauchgauern unterzufliegen. Jetzt bin ich auf 14,85. Ja, der Nordwind steht jetzt da auch. Drüben ist am Tegel ist West. Hier ist Nord. Schwach. Ja, ich komme jetzt bei 23 Stundenkilometer vorwärts. Also passt. Schauen wir mal, was heute noch geht. Juhu! Aha. Wird schon nordwindig. Blaster, sauber. Mal schauen wir, ob wir rumkommen und weg.
da wollen wir heute mal riskieren, zur Wieskirche zu fliegen. Ja, aber den Vorteil, dass ich mit dem Rainer reingefahren bin. Und ich hoffe, dass er mich doch wieder irgendwo abholt. Da vorne kommt der Alfred. Der ist auch umgekehrt vom Tegelberg. Der ist auch da runtergeflogen. Ja, schaut gar nicht schlecht aus. Ein schönes Wölklein über mir. Also Wieskirche müsst ihr auf jeden Fall kommen. Im Gleisflug. So, jetzt bin ich das erste Mal zur Wieskirche rausgeflogen. Hat schon was, ist schon was Besonderes. Der Westwind wird immer strammer. Also unten komme ich jetzt noch da mit 15 Stundenkilometer vorwärts. Ja, da werde ich wahrscheinlich nicht mehr rauskommen auf Steingarten. Naja, da landet man an der Wieskirche und trinkt mal Radler. Kilometer haben wir noch, nicht mehr viel. Die Landung an der Wieskirche. Schaut, da haben wir was. Geil. Wieder ein neues Erlebnis an der Wieskirche gelangt ist. Wollte ich schon lange mal machen. Heute habe ich es geschafft. Heute ist, glaube ich, der 2. Juni 2012. Ja, war er nicht so glücklich. Alfred weiß jetzt nicht mehr, wo der abgeblieben ist.
Der wird schon wieder irgendwo auf Strecke gegangen sein.